58, 59, 60, 60, 60. Merhaba Ali. Merhaba. Nasılsın? Ja, teşekkürler, iyiyim. Wie geht's dir? Auch gut, ein bisschen türkisch musste ich machen. Ja, ja, muss ja. Also nach deinem Familiennamen müsstest du einige Wörter schon kennen. Ja, der ist nicht gekauft. Nicht gekauft, genau. Viel wert, aber nicht gekauft. Ja. Ali. Du weißt auch die Bedeutung hoffentlich von deinem Nachnamen. Der nicht zurückweicht. Der nicht aufgibt. Der nicht aufgibt. Ja, ja, genau. Genau. Ja, so. Hat Chuku auch eine Bedeutung? Chuku schon, ja, ja. Grube. Grube. Grube, ja. Ich lasse die Leute in die Grube reinfallen. Sehr gut. Ja. Ali Chuku ist zu Gast heute. Einer der bedeutendsten Personen in Bayern, wenn es um Amateurboxen geht, würde ich sagen. Meine Meinung. Ali, jetzt wollen wir dich aber erstmal kennenlernen. Wir gehen mal aufs erste Foto. Und du sagst mir, was du siehst. Oh, das ist aus meinem Dorf, glaube ich, oder? Genau. Ah, sehr schön. Wie heißt das Dorf? Chepny heißt das, ja. Also das kommt eigentlich von den Osttürken, also von den viel, viel früher noch, paar hundert Jahre ist das her, und da waren die Söhne Chepny, und da sind dann viele ausgewandert, und dann hat es mehrere solcher Dörfer gegeben oder Ortschaften gegeben, die Chepny hießen dann, also die von diesen Osttürken dann sich verteilt haben. Das ist eine sehr schöne Region, ist das bei Sivas? Bei Sivas ist das, ja, ist eine wunderschöne Region. Sivas ist hat eine ganz starke Bedeutung in der Türkei, weil dort hat Atatürk angefangen, die Demokratie in die Türkei zu bringen. Dort hat er sein erstes Parlament gehabt, und das erste Parlamenthaus in Sivas ist immer noch da. Und das Foto war, glaube ich, direkt hinter eurem Haus? Das also, gleich, ja, also gleich in der Nähe, wenn ich da am der Terrasse sitze, dann sehe ich das Ganze sehe ich dann, also diese ganzen Steinsgehäuse von früher, wo die Leute damals mit irgendwelchen Werkzeugen in ihre Wohnungen reingehauen haben. Und es war auch ein armenischer Dorf. Also wir haben ja mit Armeniern zusammen gewohnt, und wir waren friedlich damals sehr mit denen. Und heutzutage sind noch sehr viele, also von damals gebliebener Armenier, die jetzt also armenische Herkunft haben, aber sind halt jetzt Türken geworden. Es steht auch eine armenische Kirche bei euch. Kirche haben wir auch noch, recherchiert. Ja, 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 wir haben auch noch eine Kirche. Ja. Ja, ja. Das wollten wir mal renovieren und so, aber durch diese jetzige Regierung, und da sind viele Leute jetzt da irgendwie skeptisch geworden, was sollen wir mit einer Kirche, und dann und wir brauchen da keine Kirche, aber die können das eigentlich auch nicht kapieren, dass das eine Tradition ist, dass das zur Geschichte gehört, zu unserer Geschichte gehört, und dass das nur eine Bereicherung für uns ist. Das haben sie leider nicht verstanden, aber wenn ich da irgendwas zu sagen hätte, würde ich schon schauen, dass das wirklich auch gemacht wird. Mhm. Wer weiß, vielleicht irgendwann. Und mit wie vielen Jahren bist du dann nach Deutschland gekommen? Also ich bin ein 60er-Jahrgang, ich bin durch und durch 60er. Ja, damals hat mein Vater schon gewusst, okay, der Junge wird 60er, also muss er 1960 auf die Welt kommen, hat er gesagt. Schnell noch auf den ersten genau. Ab Januar gekriegt, oder? Genau, genau. Ja, ja, und 69 hat mein Vater uns hierher geholt. Mhm. Ja, und warst du 9 Jahre alt? Ich war 9 Jahre alt. Ich und meine Schwester sind zusammen von einem Freund von meinem Vater abgeholt worden. Und in den Flugzeug. Wir waren erst einmal in Istanbul gesehen, und wunderschön, das erste Mal ein Meer gesehen. Ja, und erst einmal ein Fernsehgerät gesehen damals, und hat zwar noch nicht funktioniert, da waren noch keine Sendungen da. Aber da war natürlich alles ganz anders, und wie ich dann nach München gekommen bin, das war dann natürlich noch ein größerer Schock. Genau, und da springen wir mal rein. Da kommt nämlich jetzt ein Zitat, da kamt ihr dann nach München. Und dann sagt jemand, wir mussten nachts aufstehen, Papa hat uns heiße Milch mit Honig und Eiern gemacht,
Und das mussten wir vor dem Muhammad Ali-Kampf trinken, so wurden wir großgezogen. Ja, das stimmt schon, ja, das hat der Levent gesagt. Das hat der Levent gesagt. Genau. Und das war tatsächlich so. Also der Vater war sehr fürsorglich, auch wenn er ein ganz schwieriger Mensch war. Also er hat wahrscheinlich seine eigenen Probleme gehabt. War schwierige Zeit mit ihm. Aber wir haben auch wunderbare Sachen gehabt mit ihm, also ganz gute Geschichten. Er war ein wunderbarer Vater, der gesagt hat, studieren, Lehrer machen, lernen. Aber er konnte seine Aggressionen halt nicht unter Kontrolle halten, leider. Schauen wir nochmal auf das nächste Bild, weil wir da gerade schon dabei waren. Das ist Muhammad Ali. Weißt du aus welchem Kampf? Diesen Kampf habe ich, das ist ein wunderbares Bild. Das sollte sich eigentlich jeder Boxer als Vorbild nehmen, dieses Foto, und das müsste man jedem Boxer zeigen. Ich habe sehr viele Boxkämpfe gesehen, die sich mit Muhammad Ali verglichen haben. Mhm. Auch Leute, also Boxer, und ja, ich bin der neue Muhammad Ali und ich bin der Muhammad Ali dieser Zeit und so. Keiner kann Muhammad Ali sein. Nein. Weil bei so einer Situation hat jeder Boxer noch einen mitgegeben. Muhammad Ali hat gesehen, dass George Foreman tummelt und fällt. Er hat sich zurückgezogen. Also die Leute müssen das unbedingt sich nochmal anschauen. Mhm. Also das ist, und sich Gedanken machen, was der Muhammad Ali da macht. Er tut da 8. Runde war das, glaube ich. Ja? 8 Runden, ja. 8 Runden lang lässt er sich reindreschen und dann bringt er seine Kombinationen. Und da, wo er tummelt, oder der Foreman tummelt und mit dem Gesicht nach vorne fällt, hat er seine Hand noch oben, er kann ihm noch eins mitgeben, was zieht macht er? Zurück. Er zieht sich zurück und macht nichts. Also das ist ein wunderbares Foto. Zum und Teil ein sehr fairer Boxer gewesen. Ja, ein sehr fairer Boxer, ja. Er hat seine Gegner zwar so ein bisschen beleidigt und so, aber das war seine Art halt, ja. Der wollte sich natürlich mental nervös machen. Ja, und wollte sich mental stärken. Genau, auch. Genau, auch, ja. Dann haben wir noch ein Foto, auch aus der Zeit, wahrscheinlich ziemlich genau die Zeit. Ja. Kennst du das Foto? Ja, das kenne ich noch. Ja, das sind meine Medaillen, meine Urkunden und damals. Du bist rechts im Bild? Ja, ich bin rechts im Bild. Das war in meinem Zimmer, glaube ich. Links sogar. Ist? Ja, das ist der Levent. Ja, der hat damals noch erst gerade angefangen gehabt, glaube ich. Mhm. Und ich war damals bayerischer Meister. Ja, doch, bayerischer Meister war. Ja, genau, ich habe mir meinen Gürtel da als bayerischer Meister. Den habe ich mir in der Olympiahalle geholt. Mhm. Ja, da war der Gegner ein Jürgen Vorberg, hieß der, glaube ich, aus Nürnberg. Ja. Dann haben wir noch ein Foto aus der Kindheit, das ist aber jetzt nochmal ein Sprung zurück, das ist leider ein bisschen verzerrt. Oh, das ist ein wunderschönes Foto, ja. Aber leider verzerrt. Ja, das ist noch zu Hause, also in der Heimat. Hast du den hier? Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ich habe alle meine Beziehungen spielen lassen, um meine Fotos zu kommen. Das gleiche Foto habe ich. Habe ich zu Hause bei mir und ich dachte, das hat keiner außer mir. Ich hab's noch. Und du hast noch jemand, den wir beide Wahnsinn, gut kennen. Wahnsinn. Ja, das war einer so wenigen schönen Momente mit meinem Vater. Ja, also das war natürlich wunderbar. Er hat uns auch sehr unterstützt, also in Sachen Boxen hat er uns immer wieder hingefahren. Nicht nur mich, sondern auch die ganze Mannschaft gefahren und er hat einen Bus gehabt, so einen kleinen Bus und hat sich zur Verfügung gestellt. Also er war auch ein ganz sozialer Mensch wie ich eigentlich, ja. Und da kam dann, als du das Boxen angefangen hast, auch schon, würde ich sagen, deine erste große Liebe, nämlich? Meine Löwen. Oder? Genau. Also ich habe eigentlich angefangen, habe ich 1973 mit dem Boxen, Milbertshofen. Mhm. Ah, das weiß ich gar nicht. Siehst du? TSV Milbertshofen habe ich angefangen und da waren wir ein paar Jahre und dann wurde mein damaliger Trainer, der Wilfried Rügamer, wurde dann von meinem damaligen, dann danach kommenden Abteilungsleiter oder von meinem Vorgänger Abteilungsleiter von 1960, wurde er abgeworben. Und aber das ging alles über mich irgendwie, weil der Trainer hat mich mal ausgeliehen. Der damalige Abteilungsleiter von 1860 hat mich ausgeliehen, hat mich zum Boxen mitgenommen. Ich habe für ihn geboxt und dann war er happy mit mir, weil ich den Kampf souverän gewonnen habe. Dann hat er mit mir gesprochen, ob ich zu 60 kommen würde. Habe ich gesagt, nie habe ich gesagt, nur wenn mein Trainer, wo mein Trainer ist, da bin ich auch. Und dann hat er gesagt, er kommt auch. Und das hat dich bis zur türkischen Nationalmannschaft gebracht. Genau. Da sehen wir dich und deinen Trainer. Das ist der türkische Trainer, der Yılmaz Akar.
toller Name. Auch ein super Mensch gewesen. Also hat mir sehr viel geholfen, hat mir sehr viel auf dem Lebensweg mitgegeben. Ruhe in Frieden, Yilmaz abi. War ein toller Mensch. Hat leider vor 2 Jahren Herzinfarkt bekommen in der Türkei und leider gestorben. Aber er war in der Türkei, hat Urlaub gemacht, hat sehr viele Kontakte gehabt mit dem türkischen Boxverband. Mhm. Er war ja Journalist mit einem sehr renommierten Zeitung. Mhm. Und diese renommierte Zeitung ist sowas wie die Süddeutsche hier. Mhm. Und dann hat er denen angeboten, dass er mich in die Nationalmannschaft holt. Super. Ja. Bevor wir jetzt in die erste Pause gehen, schauen wir nochmal auf eine finale Grafik, die ich aufgestellt habe, die nochmal so deine Erfolge zeigt, also nur ein Teil deiner Erfolge oder sagen wir deine wichtigsten Erfolge. Du warst mehrfacher bayerischer Meister in verschiedenen Gewichtsklassen. Ja. Du hast einen 3. Platz bei der türkischen Meisterschaft, was wir gerade gesehen haben. Du hast dann die Silbermedaille bei den Box Open in Stockholm gewonnen. Genau. 5. Platz bei der Amateurweltmeisterschaft. Genau. Ist das dein größter Erfolg? Also für mich schon, ja. Also, dass ich in der Nationalmannschaft war, das war schon mein größter Erfolg eigentlich. 280 Amateur. Ja, genau. Die im Keller weggezogen. Ja, also okay, damals war das kein großes Ding, also weil ich. Da kann ich mal so Geschichte erzählen. Da bin ich. Machen wir das nach der Pause. Können wir machen, jetzt kurz in die Pause ziehen und dann gehen wir genau da, schließen wir wieder an. Okay. Angst, etwas zu verpassen? Dann am besten gleich unseren Newsletter abonnieren. Die kommenden Events, Specials und interessante Features gibt's einmal wöchentlich frisch aus unserer Redaktion. Und das Beste? In jeder Ausgabe gibt es einen exklusiven Promocode. Also, Newsletter abonnieren und noch mehr Kampfsport genießen. Da sind wir wieder. Zweiten Teil mit Ali Çukur. Ich musste dich gerade unterbrechen, du wolltest eine Geschichte aus einem Keller erzählen? Ja, das 280 Kämpfer hast du gesagt. Genau, die sind so zusammengekommen, weil wenn der Trainer gesagt hat, hey Ali, nächste Woche boxst oder morgen boxst du, dann habe ich halt geboxt und das war halt so. Und wenn heutzutage jemand, also wenn ich zu meinen Schützlingen gehe und sage, ja, einige Schützlinge, es gibt den einen oder anderen, zum Beispiel unser Serge, den habe ich angerufen mitten in der Nacht, war im Disco und dann sage ich, Serge, du musst morgen boxen. Und sagt, oh gut, hat er wahrscheinlich ein paar gekippt gehabt. Ja, und in der Früh ist er gekommen und dann sind wir nach Peißenberg gefahren. Da hat er 2 Kämpfe gemacht, nicht nur einen Kampf, 2 Kämpfe gemacht. Genau so war es mit mir. Da bin ich zu meinem Trainer gelaufen und der kommt mir entgegengefahren mit dem Auto und dann macht er Hupe und kommt, sagt er, steig ein, sage ich, na, ich laufe bis zu dir, sagt er, na, komm, steig ein, wir fahren nach Nürnberg. Zum Boxen. Ja, zum Boxen, dann sind wir halt nach Nürnberg. Ich mit Trainingsanzug gar nichts dabei gehabt, er hat alles für mich mitgenommen. Das muss eine lustige Zeit sein. Genau, ja, also das waren Zeiten und heutzutage, wenn ich 2 Wochen vorher dem Schützling sage, hey, du musst in 2 Wochen boxen, hey Ali, das hättest du mir aber schon vorher sagen müssen. Ja, also, es gibt solche Leute, aber es gibt, natürlich habe ich auch ganz gute Leute, die dann sagen, okay Ali, natürlich jederzeit. Jetzt kommen wir zu unserem Foto-Teil eigentlich. Jetzt gehen wir einfach nur Fotos durch und ich werde dich dann zwischendurch immer wieder ein bisschen ausbremsen müssen, weil du kannst wahrscheinlich zu jedem Foto sehr viel erzählen. Ja, ja. Aber fangen wir mal mit dem ersten an. Wir gehen ins Ausland, in eine Stadt. Kuba. Wunderschön. Havanna, ja. Ja, Havanna. Also sehr schön, sehr schöne Erinnerungen. Wir haben da, wir waren ungefähr so 12 Tage, glaube ich, waren wir dort. Mhm. Und haben dort trainiert, haben mit der Junioren-Nationalmannschaft trainiert dort. Mhm. Das haben wir alles dort. Da könnte man mal das andere Bild jetzt noch einblenden. Da sieht man die auch. Genau. Das sind die. Also das ist meine Mannschaft mit der kubanischen Junioren-Nationalmannschaft. Mhm. Die Elite, die hat woanders trainiert, das war zu weit weg und die haben ihren eigenen Programm gehabt und die haben dafür uns dann keine Zeit gehabt, weil wir das nämlich alles so spontan gemacht haben. Wir hätten das alles vorne hier in München schon organisieren müssen, dann erst rüber und das wäre dann besser gewesen. Aber hat trotzdem alles super gut geklappt. Ja, ist auch ein Riesentraum von mir, dahin. Ja. Ja, machen wir mal. Über nächstes Jahr können wir zusammen, ja? Bin ich dabei? Ja, okay, gerne. Dann nehme ich dich mit. Kommen wir mal zum nächsten Foto. Wir bleiben noch ein bisschen in Kuba. Da sehen wir gleich. Theophilo Stevenson, ja. Einer meiner Vorbilder. Ich habe die Ehre gehabt, ihn kennenzulernen.
hier in München 1982 hat er Finale verloren gegen Damiani. Und Francesco Damiani von aus Italien. Und aber er war mein haushoher Favorit. Ich weiß nicht, also wie das zustande gekommen ist, dass er verloren hat. Aber er war ja, der Damiani war ja auch kein schlechter Mann. Ja, und wunderbarer Boxer, exzellenter Boxer und Rekordboxer, glaube ich, in Rekord. Sachen Olympiateilnehmer. Ja. Es kommt noch einer, bisschen später. Das ist Savon, glaube ich. Genau, das ist Savon. Ja. Zwei exzellente Boxer. Genau, genau. Schwergewicht, beide aus Kuba. Ja. Beide Goldmedaillen geholt. Und ja. Was mich so fasziniert an beiden Boxern ist, dass sie so einfaches Boxen geboxt haben. Ja. Sie haben nichts Kompliziertes gemacht. Sie haben drei Hände geschlagen, maximal. Schön lang geboxt. Haben schön lang geboxt. Und also das ist mir aufgefallen auch. Bevor wir schon in Kuba waren, habe ich immer wieder meinen Boxern immer wieder erklärt, erzählt, auch meinen Trainern habe ich das immer wieder erzählt, hey, bei jeder Aktion immer Schulter hoch, immer Schulter hoch. Und wenn du das siehst bei den Kubanern, die boxen ganz lässig, offen und so, aber bei jeder Aktion haben sie die Schulter hoch. Ja, das ist das Wichtige. Also ich muss nicht die ganze Zeit hier wie ein Roboter boxen, das brauche ich nicht, ich kann locker boxen, aber die meisten K.O.s gehen dann, wenn du deine Aktionen bringst. Und während du deine Aktion bringst, ist die Schulter nicht oben, also dann kriegst du auch eins eingeschenkt. Also, aber wenn du immer wieder deine Schulter hochbringst, da kann dir eigentlich auch nichts passieren. Und da haben wir ein ganz tolles Beispiel jetzt gesehen bei Felix Savon. Kinn runter, Schulter hoch. Genau, genau, das haben wir jetzt gesehen bei ihm. Wir hätten ihn fast getroffen in Kuba, der wollte uns besuchen, aber da sind wir dann am Meer gewesen und dann zu spät gekommen. Und er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch Nationaltrainer noch, oder? Oder täusche ich mich? Der Savon? Ja. Nein, glaube ich nicht. Nein, war er nicht, das war ja vor ein paar Jahren jetzt, also da war er nicht. Also ich habe da andere Sachen gehört über ihn, dass er jetzt sehr viel kippt und auch andere Sachen mit Pädophilheit und so, also keine schönen Sachen. Naja, er war ein schöner Boxer und offensichtlich kein so richtig schöner Mensch, aber trotzdem hat er wahnsinnig toll geboxt. Gibt es in der Geschichte des Boxens oft oder des Sports, dass Sportler sehr gut performen, aber dann als Mensch keine guten Menschen sind. Muss man aber trotzdem loskoppeln voneinander. Genau. Wir reisen weiter in der Welt und kommen nach Ghana. Ghana. Genau. Ghana. Erzähl was über Ghana. Jetzt, wir waren in Ghana, wir waren zwei Wochen dort, 14 Tage glaube ich, oder 15 Tage waren wir dort. Die ersten Tage waren natürlich ein Schock, also wie wir dort waren und das war ja alles so, dass ich den Leuten gesagt habe, okay, wir fliegen jetzt nach Ghana. Und einige waren erstaunt, wie, hey Ali, wie kommst du auf Ghana? Wir waren doch Türkei oder wir haben Italien erwartet, Griechenland erwartet, am Meer, schön, sauber. Und jetzt auf einmal Ghana. Und da habe ich gesagt, ja, ihr sollt mal sehen, wie Leute mit ganz wenig Mittel trotzdem ganz große Erfolge feiern können. Ja. Und das sollt ihr sehen. Und viele haben sich nach unserem Ghana-Besuch haben sich wieder ganz neu orientiert. Entweder haben sie gesagt, hey, ich schaffe das, ich werde ein großer Boxer. Oder einige haben gesagt, hey, ich muss mich anders orientieren. Ich muss meine Schule noch fertig machen, ich muss studieren. Also war es eine sehr inspirierende Reise für viele. Für jeden war es eine ganz tolle Sache. Ghana war toll. Wir haben die nochmal hier nach München eingeladen. Die waren im Januar hier, jetzt 2020. Ja, in den Münchner Kammerspielen. Genau, in den Münchner Kammerspielen. Und die Süddeutsche Zeitung hat getitelt, bestes Theater, aber nicht in dem Sinne Theater, jetzt, also dass das ganze Theater war. Das war wirklich ein ernstes, also beste Theaterstück der letzten Jahre hat die Süddeutsche gegeben. Ja, war auch super. Ja, ja, waren tolle Kämpfe. Ganz tolle Veranstaltung. Aber um nochmal zurückzuspringen, es ist aus eurem Besuch ja auch ein Film entstanden. Genau. Wenn wir da mal auf das Bild schauen, der Film heißt Lionhearted. Ist ein ganz toller Film, ich habe ihn schon gesehen. Ja. Kommt jetzt ganz offiziell in die Kinos an. Ab dem 21. Januar 2021, es hätte eigentlich dieses Jahr, also 2020 hätte es kommen sollen, aber durch diese Pandemie, was wir leider miterlebt haben, jetzt ist es verschoben worden. Ich hoffe, dass das Ganze bis dahin, diese ganze Pandemie, dass wir das hinter uns haben und dass die Kinos wieder aufhaben. Und dass das dann endlich jetzt in die Kinos kommt, weil das kann ich jedem nur empfehlen. Also es ist wirklich ein wunderbarer Film. Ist wirklich ein sehr schöner Film, schaut ihn euch an, geht ins Kino.
Wir kommen weiter, wir kommen wieder nach Hause und springen nochmal in deine Familie. Aha. Das ist mein Neffe, der Emre. Ja, Rechtsausleger, Techniker, sehr guter Mann, sehr technisch, sehr begabt, super Talent für mich. Mhm. Ja, aber er muss seine Einstellung ein bisschen ändern. Ich wollte gerade sagen, wie war das für dich, da dein Neffen, den du ja selber sogar auch trainiert hast und über alles liebst, wie war das, wie steckt man das weg, wenn er verliert, weil er seine Kämpfe verloren hat? Einen Kampf verloren heißt nicht alles. Nein, aber steckt man das als Trainer? Als Trainer, ja. Und also da bei der Vorbereitung war ich ja nicht dabei. Mhm. Und da hat mein Bruder andere Trainer geholt und ich war mit meinem Verein beschäftigt, mit 860 beschäftigt. Aber das war natürlich eine harte Sache und wir haben da alle, ganze Familie hat viel mehr gehofft. Mhm. Ja, und also die Leistung, die war nicht in Ordnung. Der Emre war für mich der viel, viel bessere Boxer wie der Gegner, auf jeden Fall. Ja, klar, war er. Ja, war er, also technisch, taktisch und mit der Auge, mit der Schnelligkeit. Er hat schmutzig geboxt, der Ringrichter hat nichts unterbrochen. Genau, ja, okay, aber trotzdem, als Profi musst du mit solchen Sachen fertig werden. Ja. Und da musst du wissen, wie du boxst, und er war schnell fertig, er war schnell ausgebrannt. Demotiviert auch, hatte ich das Gefühl. Ja. So überrascht, dass es so schmutzig sein kann. Gell? Ja. Also bei einigen Boxern kannst du schon, oder bei vielen Boxern kannst du am Gesicht sehen vor dem Kampf. Mhm. Der Kampf ist gewonnen oder verloren. Mhm. Und das, ich kann sowas, ich habe diese Gabe. Mhm. Ich kann bei vielen Leuten vorher schon sehen, der hat den Kampf gewonnen oder verloren. Damit gehen wir jetzt erstmal die Pause, wobei ich noch sagen möchte, Emre feiert jetzt dann ein, nennen wir es Comeback, oder er boxt jetzt mal wieder am 19. Dezember, Lions Sport Promotion, bei seinem Papa in der Halle wieder, und wir freuen uns auf ein super Comeback und gehen jetzt in die Pause. Gameplan. 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 Freunde des Backenballetts, aufgepasst! Den Gameplan gibt es ab sofort schon donnerstags. Ab 20 Uhr gibt es im YouTube-Kanal von Fight24 wie gewohnt Meinung und Expertise. Jetzt also immer mit einem Tag mehr Vorfreude aufs Kampfsportwochenende. Der Gameplan bei Fight24. Ab jetzt immer donnerstags ab 20 Uhr bei YouTube. Da sind wir wieder, Teil 3. Mit Ali Chukwa. Wir haben noch abschließend zwei Fotos und dann kommen wir zu diesen kurzen Fragen, die ich dir stellen werde. Okay. Aber jetzt schauen wir uns mal das Foto an. Großes Thema bei dir gerade? Ja, mein Traum, seitdem ich meine Boxer an die Bundesliga-Vereine ausleihe. Motor Babelsberg hat einen Boxer von mir bekommen, Hertha Berlin hat einen Boxer von mir bekommen. Dann haben wir Boxer nach Schwerin sogar geliehen, dann haben wir Boxer nach Hannover, Seelze geliehen, immer wieder. Und überall in ganz Deutschland haben unsere Boxer von TSV 1860 für andere Vereine geboxt. Und dann, es war schon lange Zeit mein Traum, dass ich eine eigenständige Mannschaft in die Bundesliga reinbringe. Und das verwirklicht sich jetzt mit den ganzen Trainern, die ich zur Verfügung habe jetzt. Mit Rashad, mit Alfonso und mit Dalibor sind qualifizierte Leute da, die um mir rum sind und die mir sehr viel jetzt helfen. Und wir haben die Boxer, wir haben die eigenen, fast eigene Kader. Wir brauchen nur zwei, drei Boxer leihen oder uns einkaufen, nennt man so. Ja, und dann haben wir die komplette Mannschaft, und ich hoffe, wir wollten eigentlich dieses Jahr schon starten damit, oder beziehungsweise jetzt im Oktober, genau, wäre das losgegangen, aber jetzt durch die Pandemie ist das wieder jetzt verschoben worden, und wenn die Bundesliga wieder anfängt und wenn wieder Zuschauer erlaubt sind, nur dann sind alle Vereine einverstanden, dass sie dann tatsächlich auch die Turniere machen, also ein Bundesliga-Turniere machen, weil unsere einzige Einnahmequelle sind nämlich die Zuschauer. Ja, sonst habt ihr nichts. Mal drüber nach, ich finde es eine sehr schöne, eine super Idee übrigens, dass München einen eigenen Bundesliga-Team hat, einen eigenen Verein hat. Aber habt ihr mal drüber nachgedacht, alle Vereine unter einem Club zu versammeln, also zu vereinheitlichen, wie zum Beispiel den BC München?
wo das Boxwerk. Das geht leider nicht. Also da werden wir zu viele Vereine. Also wenn ich zum Beispiel BC München nehmen würde, weil ich habe ja alle Boxer in meiner Mannschaft schon. Und BC München würde mir zum Beispiel, ich hätte Interesse, dass er mir den einen oder den anderen Boxer vielleicht leiht. Also das wäre natürlich eine tolle Sache. Mhm. Wir können trotzdem, also wir können unter TSV 160 starten, mhm. aber ich sage nicht, nein, der kommt mir nicht rein oder so. Ja, also mhm. jeder Verein in Oberbayern ist herzlich eingeladen, mir seine Box anzubieten. Ich werde sowieso mehrere Vereine anrufen und auch anfragen nach ihren Boxern, weil wir sind dieses Jahr, also wenn wir jetzt in der Bundesliga teilnehmen, sind wir einziger Verein aus Bayern. Also Bayern hat dann aus uns nicht mehr. Straubing wird nicht statt, also nicht teilnehmen, weil Straubing hat auch gesagt, wenn ihr jetzt boxt, mit wem soll ich dann boxen, wenn ich keine 60er Boxer bekomme. Ja. Wenn ihr Altherren-Bundesliga auch noch einführt, dann kannst du mich auch noch mal anrufen, ziehe ich mir auch noch mal die Handschuhe an. Mach mal, genau. Ein bisschen schwerer. Okay, dann starte ich auch noch. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach durch. Kurze Frage, kurze Antwort. Knack, okay. Schnell. Okay. Okay. Mit Ja oder Nein? Mit Ja oder Nein? Trainierst du selber noch? Ja. Zu welcher Musik trainierst du? Ja, eigentlich ganz verschieden. Ganz verschieden. Also Lieblingsmusik? Lieblingsmusik, ja. Da sind einige Sachen da. Also, Hot Chocolate hat mir mal zum Beispiel sehr gut gefallen. Hot Chocolate, okay. Ja, wieder mal für mit Hot Chocolate trainieren wollen. Ja. Wer war dein wichtigster Trainer und warum? Mein wichtigster Trainer war der Karl-Heinz Rügamer. Der leider verstorben ist, und nach ihm der Helmut Fischer. Mhm. Auf was kannst du im Leben auf gar keinen Fall verzichten? Auf meine Kinder. Was ist dein Lieblingsboxfilm? Mein Lieblingsboxfilm ist Rumble in the Jungle. Ja, ganz toll, ja klar. Was ist die größte Angst, der du dich im Leben gestellt hast? Größte Angst, zu versagen. Bei irgendwelchen Sachen, was ich unternehme, wenn ich jetzt eine Veranstaltung mache, wenn ich einen Job anfange, wenn ich bin auch noch nebenbei Antigewalttrainer, und wenn ich da nicht den Jugendlichen, den ich betreue, nicht richtig betreue. Das sind, also solche Sachen sind meine Ängste. Auf was im Leben bist du am meisten stolz? Auf meine Familie, auf meine Kinder. Ich liebe sie, sie lieben mich, ja, und Familie halt. Mhm. Ich bin neu verheiratet, ich bin ganz glücklich. Mhm. Meine Frau bin ich stolz. Ja, eine ganz tolle Frau, ganz tolle Persönlichkeit, ja. Wenn du einem 10-Jährigen 3 Ratschläge geben könntest, welche wären das? 3 Stück. Respekt, Anstand, Fleiß. Sehr gut. Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Der beste Ratschlag? Behandle niemanden so, wie du nicht behandelt werden willst. Mhm. War von meinem Vater. Mhm. Schön. Du hast 3 Wünsche frei. Was sind die 3 Wünsche? 6 im Lotto. Ja, also gesundes Leben, ja, auf jeden Fall. Frieden auf der ganzen Welt. Und dass dieser scheiß Corona endlich aufhört. Also kein 6er im Lotto. Ja, braucht man nicht. Ja, mei, das muss nicht sein, wenn man glücklich ist. Auch ohne Geld kann man glücklich sein. Wann warst du das letzte Mal richtig wütend und warum? Letztes Mal richtig wütend. Ja, warum? Ich bin eigentlich oft wütend, wenn Boxkämpfe sind und wenn meine Leute beschissen werden. Das ist oft der Fall, leider. Wer war dein härtester Gegner im Boxring? Mein härtester Gegner? Also der Koreaner, gegen den ich bei der Weltmeisterschaft ganz knapp mit einem Punkt verloren habe. Mhm. Ja, also das war ganz eine knappe Sache. Unentschieden ist gepunktet worden, und den Vorteil haben sie ihm gegeben. Er war ganz ein harter Boxer, und Werner Schäfer war mein ganz harter Gegner. Wer ist dein größtes boxerisches Vorbild? Muhammad Ali. Klar. Was ist der beste Moment der letzten Woche? Der beste Moment der letzten Woche. Ja, meine Frau ist in Berlin, und sie kommt jetzt am 19. nach München. Das ist diese Nachricht. Okay, letzte Frage. Wenn du nur noch eine Mahlzeit hättest,
Welche würdest du zu dir nehmen? Frühstück. Was? Ich mag türkischen Frühstück ganz gern. Ja. Also da muss alles sein. Käse, okay. Wurst, Tomaten, Gurken, mhm. Oliven darf ich nicht verzichten. Kann ich nicht verzichten. Also Oliven mag ich ganz gern. Und Rühreier mit Sucuk, das wäre natürlich auch eine tolle Sache. Ja. Rühreier mit Sucuk ist ja, super. Genau. Jetzt sind wir durch mit der Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich sehr gefreut, dass wir es geschafft haben. Ja, danke, Tim. Ja, hat mir auch riesen Spaß gemacht mit dir. Ja, und das war natürlich auch ein Weg, jetzt, dass wir uns mal richtig unterhalten haben. Jetzt ja, schon seit langem. Seit langem, ja. Ja, genau. Das letzte Wort gehört dir. Ja, liebe Leute, ich würde euch unseren Film nochmal raten anzuschauen. Also ab 21. Januar im Kino Lionhearted. Schaut es euch an und besucht Kino und wenn wir in der Bundesliga sind, unterstützt uns bitte.